Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute eine schöne Runde am Mittwoch. Und das Lager ist immer noch an meiner Lieblingsstelle. Und dann gucken wir erstmal, was liegt heute an. Ah, okay, Kapitänerriefe einsammeln, das geht nicht. Da habe ich, glaube ich, die Taschen voll. Frischwaren essen. Ja, Vitamine müssen sein. Geschäft besuchen, Kormorane rupfen. Ja, das andere ist hier mit Mitspieler und so weiter. Druckgeschichten. So, Kopfgeldjäger. Gesuchte Person geplündert. Steckbrief West Elizabeth. Und gesuchte Zielperson mit verstärkten Lasso gefesselt. Okay, wenn mir einer mal einen Weg läuft, können wir es machen. Da ist es wieder, ne? 20 Kadaver in 10 Minuten. Kleine Tierkadaver und Spendenangriffs. Das heißt, das ist ja quasi alles in einem erledigt. So, Landkarte für Sammler, Stücke benutzt, Münzen gefunden, verlorenen Schmuck gefunden und... Distanz mit dem Wagen, das ist viel. Spezialsorte hergestellt und Geld verdient. Wildnislager, legendäre Tiere fotografiert und Zähigkeitstonikum bei Kälte oder Hitze. Dann würde ich mal sagen, nein, ich würde nicht nur, ich sage es. Wir machen zuerst die kalte Nummer, oder? Nochmal eine heiße Nummer machen, ne? Das ist ein böser Wortwitz. Also, das machen wir auch. Gucken uns mal in einer anderen Gegend um. Zieh ihm noch ein Mützchen auf. Dann wird ihm, glaube ich, relativ schnell warm. Dann geht das ja auch. Da können wir vielleicht noch ein paar Frösche sammeln. So, hier haben wir noch Herrn Schnell. Wir sind noch nicht verbunden. So, ich habe ja noch eine Landkarte offen. Hätte ich vielleicht besser vorher drauf geguckt. Was? Rig Station. Was soll ich denn da holen? Ah, verloren Schmuck. Ja, okay. Ich bin taktisch unklug gestartet hier in den Tag. Das machen wir, wenn wir in Strawberry sind. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier um. An den üblichen Stellen. So, hier, was habe ich gesagt? Damit zu Hof. Da ist es schon. Ihm ist zu warm. Geht also auch hier die Nummer. Ja. Schon mal das erste rein. Ja, ja, die Markierung da, das ist egal. Da haben wir schon wieder einen Schwarzbären. Mann, die sind aber auch immer laut, ne? Sehe ich schon das erste Vogelei. So, und jetzt hier ein bisschen aufpassen. Da habe ich mich schon mal richtig angeschmiert. Das wollte mich nämlich fressen. Also jetzt nicht genau das, sondern eins, was da saß. Wo ist das Nest? Da oben. Gehört immer noch schon mal mit hier, oder? Der nächste. Dann ziehen wir mal eben hier. Was ab. Oh, da vorne die. Ich habe auch kein Reptilienfleisch mehr, glaube ich. Okay, gut, da muss man auch richtig treffen. Und nicht so hauruck. Ja, wir können uns mal eben in der ersten Folge noch ein paar kleine Vorräte sammeln. Es werden ja heute noch ein paar mehr folgen. Die 58. Folge der Story ist online. Ha, könnt ihr sehen, wie mich der legendäre, also nicht mich, sondern Arthur wird da fast vom legendären Bären gefressen. So, Herr Schnell, komm dran her. So, jetzt hier noch einmal umgucken an der, an dem Häuschen hier. Da ist, aha. Also hier vibriert der Controller. Da ist hier auch was drin. Die Frage ist immer nur, wo.
Ah, die Tahoka. Ach, da auf den Büchern. Ja, ich hab nicht richtig hingeschaut. Wie immer. So, oh, was war das? Guter Brandy. Ja, den lässt man ja nicht liegen. Ja. Den lässt man nicht liegen. Oben. Was ist das denn der? Oh, da ist das nächste Ei. Oh, und da ist auch noch was auszubuddeln. Jetzt wird's was hier. Jetzt hauen wir richtig rein. Wenn jetzt hier noch ein Frosch gewesen wäre, ne? Wo ist das überhaupt? Da ein tiefer, ne? Da. Ich glaube, ich brauche irgendwann mal... Oh, super, ich hatte das falsche Gewehr. Ah, ah. Ja, gut. Tja. Dafür ist hier ein Frosch. Das ist jetzt kein guter Ersatz, ne? Aber was soll's. Das Ei da, was da ist, das habe ich, glaube ich, sowieso 4, 5 meiner Tasche. Trotzdem. Einmal kurz ärgern und dann ist gut. Das probieren wir mal aus hier. Und da ist noch ein Pflänzchen. Also hier lohnt es heute. Einmal in die heiße Ecke. Und dann könnt ihr das auch schön abarbeiten. Ist hier sonst noch was? Ach. Nee, hier wäre noch was. Nee, das kommt von da, das geht flimper, da ist nichts mehr. Also wer das hier heute sich anschaut, damit er schon mal ein paar Fundstücke hat, ohne dass er eine Karte benutzen muss, denkt da dran, das Kleinkalibergewehr zu nehmen oder, glaube ich, Kleinbildpfeile. Dann bleibt das Ei auch ganz. Nix. Das ist noch ein großer Alligator, noch einer. Also einen kleinen hätte ich ja komplett mitgenommen. Aber ich könnte mir ja auch, das meine ich doch, Vögel einfach an die, ans Pferd hängen hier. Das andere gleich erledigt. Ich habe genug Kleingetier, so ist das nicht. Aber ihr wisst es. Spare in der Zeit. Dann hast du in der Not. Na komm ran hier. Oh, dann könnte ich hier auch gleich Oleandersalbei mitnehmen. Man muss auch dran binden, richtig. Sag mal. Oh, das ist ein bisschen nah dran hier, ne? Mich ungern fressen lassen. Also gar nicht. Ziehen wir trotzdem ab, weil ich denke, mindestens einen Alligatorzahn können wir noch mitnehmen. Rest lassen wir hier. Oh, zwei sogar. So, manchmal ist da hinten ja noch was. Oben. Da denn? Da hat doch gerade irgendwas geleuchtet. Da habe ich mir das eingebildet. Man weiß es nicht. Salbei hier nehme ich auch noch mit. Und dann geht es erstmal direkt nach Hause. Und dann können wir drei Händler-Herausforderungen
direkt in einer Rutsche erledigen. So, mehr davon. Da ist ein Frosch. Ja, was ist jetzt wichtiger, ne? Ah, den Frosch kriege ich noch. Ja, Taschentierchen sind Pflicht hier, ne? Brauche ich jede Menge. So, muss man eben kurz darüber gucken. Weil da, in die Blickrichtung, da an dem Steg, ist ja manchmal auch was. Aber muss auch gar nicht, ne? Heute nicht, macht auch nichts. Ich glaube 7 Dinger, ne? War das so? Naturkundler. Etwas in einem Wildnislager hergestellt, ganz genau. Dann machen wir das nochmal eben hier. Ja. Kaffee ist prinzipiell immer gut, oder? Also finde ich. Schön langsam hier, ne? Soll ja schmecken. Lass mal Käffchen reinpfeifen. So. Und dann Spezialschlangenöl. Ah ja, das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Das machen wir mal. Ja, letztens das Rezept gekauft, am Geld verbraten. Muss man auch mal nutzen. Und auch mal konsumieren hier. So. Und sonst Verfolgungspfeile. Ich auch mal welche. Sagen, können ja nicht viele sein, brauche ich ja selten. Mit der Munition herkommen. Das eignet sich immer, wenn da steht, 7 Dinge herstellen. Eigentlich habe ich da ja mal so viel von verballert. Und Betäubungsmunition. Brauche ich auch immer. So, da seht ihr das 02. Erledigt der Fall. Also, ab nach Hause. Dann lübt das hier. Oh, ihr habt das Wichtigste noch nicht getan. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe Heinrich noch nicht gestreichelt, dass der den nicht mag hier, ne? Der Kompagnon. Also, was gibt es Schöneres? Also, ich finde es super, wenn man kommt nach Hause und es freut sich wenigstens einer. Ne? So, Materialien spenden. 20 Stück in 10 Minuten. Also. 10. Very nice. What's in? That's top notch. Good stuff. 15. Beautiful. Ein bisschen mehr von irgendwas. Ein paar Ratten oder so. Da. 15 waren das, ne? 16. Okay, this will have to do. Okay, then. No comment. Und jetzt noch eben, weil ihr seht, oben irgendwann ist Schluss. Anything's better than nothing. So, jetzt müsste es aber schon, ne? Gold hageln. Also, 7 Sachen in einem Wildnislager. Erledigt. 10 kleine Tierkadaver. Erledigt. Wenn dann Grips, Moment mal. Haben wir nicht aufgepasst? So, wollte ich ja sagen. Und auch das erledigt. Dann düsen wir jetzt noch mal eben. Wir haben noch Zeit, ne? Ja, keine 15 Minuten. Auf nach Strawberry für einen Dollar. Kann sich nur um Stunden handeln. Und dann holen wir uns eben das eine Sammlerstück, damit wir die nächste Karte öffnen können. Und hier muss man das ja nur besuchen, das Geschäft. Da ist es erledigt. Also ihr müsst ja nicht mal richtig...
Aua. Oh, jetzt werde ich hier ertrinken, glaube ich. Ja, da bin ich ja schlimmer gestürzt als das Pferd. Also ihr müsst da nicht mal richtig irgendwie an einem Geschäft was kaufen oder verkaufen. Sondern es reicht, wenn ihr wirklich dran vorbeireitet. Knapp genug. Achso, hier war doch irgendwas in Münzen mal dort. Irgendwie, oder wie war das? Sollen wir mal eben hier. Aha. Wird's besser? Oder schlechter? Ah, hier ist es nicht. Dann ist es nämlich da oben. Das ist aber keine Münze. Ist ja egal. Wo ist es? Ich vergesse das immer. Hier, irgendwie hier oben. Da ist es, super. Was haben wir denn da Schönes? Runter zum Stall. Da sitzen Ratten. Eine Menge Ratten, oder? Zwei. Oder auch noch was. So, da hinten läuft sie. Da kann man so neue erahnen. Egal. Ist sie nicht mal richtig erwischt? Ich dachte, die lebt. Naja. Das ist, wenn ich mich nicht hundertprozentig darauf konzentriere, was ich. Oder die Augen auf was anderes gerichtet. Egal. Ratten habe ich ja noch genug in der Tasche. So, hier ist nix. Was sitzt denn da? Ach, hier so ein Streifen. Guck. Stinkt hier. Brauchen wir nicht. Oh, nee, 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 nee. Das ist jetzt nicht eine Straßensperre, ne? Genau hier. Doch. Ja, nee. Das passt mir ja gar nicht. Na gut, geht nicht immer danach, was mir passt, ne? Was mache ich denn jetzt? Ja, komm, ich esse erstmal was Gescheites. Das hilft eigentlich immer. Das ging ja besser als gedacht. Ne? Hat der keinen Bock hier? Warum kommt der nicht aus der Deckung? Die ja mit mir auch schon quasi gemacht, ne? Ja, eigentlich lohnt das immer, weil man nie weiß, was man hier findet, ne? Da geht schon los. Guten Gin. So, wo liegen alle rum hier?
beinahe hier Taschenuhr vergessen. Oh, das wäre ja ärgerlich, ne? Das wollen wir ja nicht. Gib mal einen Reimpfeifen hier. Kann ich auch mitnehmen. Die Bulle. So. Pferd sieht aus wie Hulle. Erstmal Wienern, wie sich das gehört. Leider nein. Ist ja oben noch was zum Ausbuddeln. Auch das nicht. Hatte ich eigentlich Schwarzgebrannten angestellt in der letzten Folge? Oh, ich weiß das nicht mehr. Also ein komisches Geräusch. Fand ich merkwürdig. Egal. Ah. Ich glaube, das ist hier oben. Ja. So. Was wollte ich denn wissen überhaupt? Ja, ob ich was angestellt hatte, ne? Man weiß es nicht. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, Schafgabe. Oh, immer. Lohn und Schmuck gefunden. Ja, das stimmt. Das haben wir. Was war denn die andere Nummer? Das war bestimmt wieder mein Favorite, ne? Münzen, ja, das geht ja. Machen wir eben schon mal eine Karte auf. Und hoffen, dass es in der Nähe der Schwarzbrennerei ist. Da muss ich sowieso hin. Ja. Ja. Bisschen, ne? So ein bisschen in der Nähe. Die dritte. Ach, du Shit. Ah, das ist hier so. Das ist nicht schön. Da weiß man nämlich nicht, auf welcher Höhe das ist. Das ist richtig nervig. Ne, komm, wir düsen mal eben erst zur Schwarzbrennerei, das will ich jetzt wissen. Kein freier Lagerplatz, okay. Dann will ich es nicht wissen. So, irgendwie so. Man kennt die Stelle aus der Story, ne? Wie viele Minuten sind es denn schon wieder? Haha! 24, Halleluja! Mir fällt es nie auf. Ich merke das wirklich nicht. Man soll man ja auch nicht bei so einem schönen Spiel, ne? Also. Nicht falsch verstehen. Nicht, dass ich nichts merke. Aber, oh, der Boomer. Ja, das kann das Pferd nicht so gut haben, seht ihr hier, ne? Das mag er nicht. Super schnell nervös. Und wirklich, sobald er hier Verwundenheit Stufe 4 erreicht hat, da geht er ab in den Stall. Da hole ich mir mal ein ruhiges Pferd wieder. Aber wo ist denn hier die Münze? Was habe ich denn da gemacht? Ach ja. Dann
Halten wir mal hier entlang. Und noch hier. Manchmal ist hier ja noch irgendwas. Also manchmal will das Pferd überhaupt gar nicht so, wie ich das will. Ist das denn da oben oder ist das hier unten? Weiß doch gar nicht. Ist da oben, ne? Das ist halt nervig. Oder ist das doch hier? Hier! Ja, manchmal nervt mich das. Mach schon. Hier, so. Ach, was soll's. Ach, ist doch egal. Soll doch hier Entspannung sein. Ich wollte zur Schwarzbrennerei. Ne? Das war der Ursprungsplan hier. Wir müssen eben gucken, ob wir da was angeschmissen haben. Und, wenn ja, ist gut. Wenn nicht, dann machen wir das eben. Und dann geht's auch zurück zum Lager. Aha. Oh, hier liegt eine Karte. Nehmen wir mit. So, mal rein in die gute Stube hier, ne? Da seht ihr es. Dann gibt es nämlich jetzt Rabatt. Gut, dass wir da doch die Straßensperre abgeräumt haben. Reasonable trade. Müssen ja mindestens 200 Tacken verdienen, ne? Dann nehmen wir doch das hier. Yes, this is a good flavor. Now all it needs is some time. Das sehe ich auch so. Ja, dann haben wir das ja schon mal angestoßen. Dann kann es jetzt ab ins Lager gehen. Können sich alle ein bisschen beruhigen. So, ist hier noch eine Kröte? Nee. Ja, manchmal habe ich ja Glück. Bei Ginseng habe ich jetzt auch mal die Tasche voll zur Abwechslung. Sehr gut. Dann mampfen wir uns mal ein. Oh, ist auch schönes Licht wieder, ne? Oder? Ich finde das ja super. Das ist eine schöne Einstellung, finde ich. Mach ich auch ein Foto von. So. Auf geht's. Ab nach Hause. Und dann sind wir auch durch hier. Also, nicht für heute. Was ist jetzt passiert? Jetzt zeige ich's euch. Das kann passieren. Und dann spawnt das Lager nämlich hier. Und da gehört es nicht hin. Es gehört dahin. Da gehört es hin. Meine Lieblingsstelle weg. Ich könnte so weinen. Ja gut. Dann reite ich nachher in die Richtung. Es ist wie es ist. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und ja, bleibt mir treu. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. My father and son play for fun.